Wir haben heute in der Fraktion das Thema europäische Rüstungspolitik besprochen. Das ist das Thema, was ich hier für die europäische Sozialdemokratie jetzt leiten werde und besprechen werde. Die Kommission hat hier einen Vorschlag gemacht. Du warst in der Debatte dabei. Wie war das, wenn über Deutschland gesprochen wird und über die Rolle Deutschlands eben für eine europäische Verteidigungsfrage oder in Fragen der Rüstungsexporte? Also ich denke, gerade Deutschland hat da eine ganz besondere Verantwortung, nicht zuletzt auch aus der Vergangenheit heraus. Das war ja auch Thema. Aber ich denke, es ist gut, dass gerade die sozialdemokratische Fraktion hier auch die Abrüstung vorantreibt, dass man also auch die europäische Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik dann also auch sucht. Das finde ich gut und es ist also auch, glaube ich, deutlich geworden, dass die Sozialdemokratie die treibende Kraft ist. Ja, das ist ein Thema, was wir hier heute besprochen haben. Europa lebt nicht nur durch die Debatten im Europaparlament, sondern europäische Mittel helfen in Sachsen-Anhalt. Was sind unsere Berührungspunkte in Sachsen-Anhalt und wo erlebst du selber auch durch Gespräche mit Interessenvertretern, Institutionen, wo europäische Mittel auch verwendet werden? Welche Bereiche sind das und was bedeutet das für unsere Politik, auch im Landtag? Ja, ich bin ja heute auch als Landespolitiker hier in Brüssel, weil wir einfach wissen, dass europäische Politik immer wichtiger ist, also für unser Land Sachsen-Anhalt. Und was viele ja auch nicht wissen, deshalb ist es eine gute Gelegenheit, also auch hier nochmal zu sagen, dass natürlich also auch Europa uns in vielen Dingen also auch unterstützt. Wenn ich also an die vielen Schulsanierungen denke, die schon stattgefunden haben, die noch kommen werden. Und was mir als Arbeitsmarktpolitiker ganz wichtig ist, sind die Arbeitsmarktprogramme. Europa hat uns sehr dabei geholfen, auch den sozialen Arbeitsmarkt zu verstetigen. Wir haben ein Programm für ältere, langzeitarbeitslose Menschen gemacht, wo Tausende von Menschen auch in Arbeit gekommen sind. Das war alles wichtig für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Und deshalb, glaube ich, ist es gut, dass wir auch heute gemeinsam mit Arne Lietz hier Werbung für Europa machen können. Unsere Ministerin Peterin Bender hat hier nochmal die Frage von europäischen Sozialmitteln und in dem Bereich ein Programm mit aufgelegt, auch für unser Bundesland, da sind wir jetzt mit führend. Und die Grundsatzfragen, wo Europa eben verwendet wird, wo es Kofinanzierung gibt, das haben wir aufgenommen in einem Bildungsmaterial. Das ist ja Landeshoheit, eben zu erklären, wie Europa funktioniert. Wir haben hier einen Stick entwickelt, wo die Bauprojekte, die Sozialprojekte, aber auch Wirtschaftsunterstützung in jedem Landkreis sichtbar sind. Materialien, die bei der Landeszentrale für politische Bildung, bei GoEurope oder bei mir auf der Webseite eingesehen und abgerufen werden können. Wir müssen Europa mehr erklären und gleichzeitig eben auch zeigen, wo Europa direkt bei uns in den Landkreisen eben mit ankommt und für die Stärkung unserer Gesellschaft sorgt. Insofern wünsche ich gute Gespräche hier in Brüssel. Herzlichen Dank, Arne. Und vielleicht schaffen wir es mal, dass die Fraktion nach Brüssel kommt. Das wäre schön. Und dann bis bald in Sachsen-Anhalt oder erneut hier. Gerne. Danke. Bis dann.